US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania sind in Blenheim Palace, einst Filmkulisse für Harry Potter, von Theresa May und ihrem Mann empfangen worden. Laut einer neuen Umfrage sagen allerdings 77% der Briten, sie hätten eine negative Meinung von Trump. Beim schon mehrmals verschobenen Besuch des US-Präsidenten in Großbritannien sind denn auch mehrere Protestaktionen geplant. Eine Amerikanerin, die in Oxford lebt, sagt: Er macht Amerika nicht groß. Er ist eine Schande. Deshalb sind wir alle hier. Er ist ein Rassist, der die Kontrolle über mein Land übernommen hat. Eine Art Diktator, der Kinder einsperrt und von ihren Familien wegzerrt. Die Liste seiner Vergehen ist lang. Er zerstört alle Normen der einst großen Demokratie in Amerika. Die wohl symbolträchtigste Protestaktion ist Baby Trump. Ein nur mit einer Windel bekleideter Riesenballon. Hunderte Trump-Unterstützer wollen sich im Pub Trump Arms versammeln. Sie finden, der US-Präsident stehe für eine klare Politik.